meine lieben Kreativfreunde. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Es war ja jetzt doch schon etwas länger Ruhe hier auf meinem Kanal. Ich habe mich erschrocken, wie ich mal reingeschaut habe. Ich denke, fast über einen Monat und kein YouTube-Video. Das ist aber wirklich Schande über mein Haupt. Es tut mir sehr leid. Ich war momentan, also in den letzten Monaten, ja, sehr beschäftigt und viel auf Instagram unterwegs. Da kann ich ja live gehen, das kann ich hier leider noch nicht auf YouTube, weil man kann auf YouTube erst ab 1000 Follower live gehen und deswegen appelliere ich euch, bitte abonniert meinen Kanal. Ich gehe so gerne live, das macht so viel Spaß. Schaut doch einfach mal auch auf Instagram bei mir vorbei. Ich gehe jeden Freitag da live. Und seit neuestem mit der lieben Steffi von Steffis Karthaus, die hier auch auf YouTube einen Kanal hat, da gehen wir immer mittwochs morgens um 10.30 Uhr zu unserem Stempelkränzchen zusammen gemeinsam live. Und das macht so viel Spaß, ich kann es euch sagen. In meinem heutigen Video stelle ich euch meinen Beitrag zu unserem YouTube-Hop zum Thema Trauerkarten, einer ja, ich nenne sie mal Teller-Klappkarte vor. Wir haben uns dieses Thema ganz bewusst ausgesucht, weil man findet nicht so viele Themen, Inspirationen zu Trauerkarten. Und wir haben ja nun auch November und November haben wir am 20. den Feiertag Totensonntag gehabt. Und ja, dachten, das wäre doch mal eine gute Idee, sich dem Thema Trauerkarten zu widmen. Es ist ein trauriges Thema und ich finde es aber ganz wichtig, dass man gerade, wenn man eine Trauerkarte verschicken muss, überreichen muss, dass diese vielleicht auch selbst gemacht ist. Ich finde, das ist nochmal ein zusätzlicher Mehrwert, dass man an denjenigen denkt und ja, ihm beiseite steht. Ja, ich hoffe, euch gefällt meine Karte. Wir von der bunten Stempelrunde sind Demonstratoren ganz verteilt in Deutschland und haben uns zusammen vernetzt und machen immer einen YouTube-Hop im Wechsel mit einem Instagram-Hop. Das ist jetzt hier unser zweiter YouTube-Hop und wir haben alle ganz viel Freude dran und ich bin auch gespannt, was meine Kolleginnen sich da zu haben einfallen lassen. Also wenn das Video vorbei ist, hoppt doch bitte zur nächsten hin und lasst euch von den Ideen inspirieren. So, und jetzt geht es weiter. Ich benutze heute für meine Trauerkarte dieses Produktset, fantasievolle Jahreszeiten, einmal Stempel, sowie auch die passenden Stanzen dazu. Ich zeige euch das mal im Katalog. Das findet ihr im Jahreskatalog und das ist für mich ein ganz tolles Set. Wenn ihr Anfänger seid, kann ich euch das empfehlen, wenn ihr diesen Stil mögt. Es muss aber nicht sein, also dass das jetzt hier, wenn euch die Farben nicht zusagen, vom Designerpapier zum Beispiel, kein Problem. Ihr werdet sehen bei meiner Trauerkarte, dieses Set kann man auch anders verwenden in euren Farben. Ich persönlich finde das wirklich ein mega tolles Designerpapier. Es ist mit Gold auch. Das benutzen wir heute aber nicht. Es gibt da passend zu auch noch hier extra Designerpapier in Gold. Hier haben wir noch mal ein paar Beispielkarten dazu. Und was ich hier so besonders gut finde, ist, das deckt sehr viel ab. Und deswegen empfehle ich das eigentlich auch gerne Anfängern. Ihr habt einmal Muschelmotiv für Sommer zum Beispiel. Ihr habt Blumen, kann für Frühling benutzt werden. Ihr habt die Schneeflocke und die findet sich auch, also alle vier finden sich auch im vier Motive in den Designerpapieren wieder. Ja, und mit der Schneeflocke hatte ich auch auf Insta eine Karte gezeigt. Die habe ich jetzt leider hier nicht griffbereit, sonst hätte ich die euch kurz gezeigt. Doch, habe ich. Moment, ich muss hier einmal so drüber greifen. Und zwar diese hier.
Das ist so eine Klappkarte. Die habe ich da in einem Live gebastelt. Müsst ihr mal reinschauen auf Insta. Das ist, ich glaube, es war ein Freitags-Live gewesen. Mit, ne? Da habt ihr diese Schneeflocken. Ne? Also das wäre zum Beispiel für Weihnachten. Ne? Allen nah und weit. Eine schöne Weihnachtszeit. Ja, also das ist wirklich ein ganz tolles Set. Und ich habe mir für das heutige Thema natürlich Trauer ausgesucht, weil das haben wir hier auch in dem Spruch in Gedanken bei dir, immer für dich da. Ja? Aber auch hier, du bist unfassbar toll und lieb. Also Danke-Karte kann man damit machen. Geburtstagskarte, alles Gute im neuen Jahr für dich. Trauerkarte. Also, und hier unten haben wir auch noch Tag für Tag, Jahr für Jahr, bist du einfach wunderbar. Das ist dann auch nochmal Geburtstag. Ne? Also es ist wirklich ein sehr schönes Set. Kann ich euch also wirklich ans Herz legen. Also gerade, wenn man Anfänger ist. So, und wenn ihr über mich bestellen möchtet, dann habe ich hier einen aktuellen Gastgeberinnencode. Den würde ich bitten, dass ihr den bei den Online-Bestellungen angibt, wenn ihr unter 200 Euro liegt. Bei mir ist es so, jeder, der bei mir bestellt, bekommt immer eine ganz Kleinigkeit. Es kommt immer darauf an, wie viel bestellt haben. Eine Kleinigkeit noch zur Bestellung dabei. Das ist immer eine Überraschung. Es kann mal ein Workshop sein. Es kann mal ja, irgendetwas aus dem Katalog sein. Und wenn ihr neu seid, Neukunden, dann würde ich euch bitten, gar nicht online zu bestellen, sondern direkt über mich, über meine Homepage, Jutta's Craft and Learn Room, weil ihr bekommt als Neukunden ab einem Bestellwert von 60 Euro, bekommt ihr die erste Bestellung versandkostenfrei. Das ist ein Angebot von mir, nicht von Stamping Up. Und deswegen muss das auch direkt über mich laufen. Im Online-Shop kann man sowas nicht eingeben. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ich euch hier mit inspirieren kann und ihr dann vielleicht das auch gerne haben möchtet, das Set eine Bestellung bei mir aufgeben würdet. Damit unterstützt ihr mich, damit unterstützt ihr hier meine Arbeit. Ja, so und jetzt legen wir endlich los. Lang geredet, jetzt zeige ich euch erstmal die Karte. Da ist sie. Also ich finde immer ganz wichtig, dass man auch den Briefumschlag mit einbezieht und das ist die Karte. Das ist für mich eine Tellerkarte. Ich werde euch auch später erklären, warum. Ich mache die jetzt mal auf. So. Da habe ich also hier innen auch noch mal gestempelt und hier kann man, also das ist ja bei Trauerkarten immer so, also habe ich auch bei den Aufträgen, man möchte da einen Obolus reinfügen. Und dann habe ich dann auch schon mal öfters so die Anfrage, oh, ich brauche aber was, wo ich das Geld reintun kann. Ne? Also das könnt ihr dann hier gut, ich nehme jetzt einfach mal so eine Pappe hier reinschieben oder man kann hier nochmal einen Tag reinmachen auf Wunsch, ne? Und kann dann so die Karte dann auch weitergeben mit. So, und wie die jetzt gebastelt wird, das zeige ich euch jetzt. Ab sage ich euch noch, was ihr braucht, wenn ihr die nachbasteln wollt. Und zwar einmal Farbkarton in Marineblau, Farbkarton in, das ist Schiefergrau, genau, Farbkarton Babyblau. Ihr braucht dann Stempelkissen in Schiefergrau, genau wie die Farbkartons, Marineblau und Babyblau. Wenn ihr embossen wollt, dann natürlich Versamark. Dann habe ich hier ein Band, was es noch nicht gibt. Dann schaut ihr einfach mal, was ihr zu Hause habt. Das habe ich schon aus dem neuen Mini-Katalog. Es gibt ja ab Januar schon den ganz neuen. Ich kann euch den auch mal zeigen. Aber nur das Cover, das ist dieser hier. Der ist von Januar bis April gültig. Und wir haben im Januar auch dann die Celebration. Und da kann ich euch auch schon verraten, die Celebration im nächsten Jahr gibt es nur im Januar und Februar. Dazu gibt es aber nochmal gesondert Infos. Also ihr seht, es hat sich einiges verändert.
Aber das werde ich nochmal in einem anderen Video deutlicher erklären dann auch. So, und da ist eben halt dieses Band raus. Und zwar schimpft sich das zweifarbiges Geschenkband. Das ist so Ombre hier, ne? Ihr seht das, ne? Da ist Babyblau und da ist dann Weiß. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob wir bei der zweiten Karte nicht dieses Band hier nehmen. Das ist nämlich auch aus dem neuen Mini-Katalog. Das habe ich bei der On Stage. Ich war zwischenzeitlich auch in Wien. On Stage ist dieses tolle Stamping-Up-Event, was es immer bisher einmal im Jahr gab. Da werdet ihr wahrscheinlich auch einiges hier schon gesehen haben. Ich habe ganz viel auf Instagram darüber berichtet. So, und da habe ich das gewonnen bei einer Prize Patrol und das ist dann Marineblau. Und wie schimpft sich das? Geschenkband mit abgesetzter Kante. Und da überlege ich, ob wir das vielleicht mal damit machen. Das werden wir dann sehen, ganz spontan. So, ich denke, ich habe jetzt ganz viel gesagt zu dem, was ihr braucht. Farbkarton in Grundweiß natürlich auch. Und ganz wichtig, ihr braucht einen Teller. So, ich habe hier eine süße Kleinigkeit. Der Teller hat den Durchmesser, also für meine Karte, die ich jetzt habe, von 14,5 cm. Ja, so, ihr könnt auch jeden x-beliebigen anderen Teller nehmen, dann müsst ihr eben halt nur bei der Grundmaße eben halt das anpassen an der Größe her, ne? Wenn der kleiner ist oder wenn der ja noch mal etwas größer ist, ne? Das hängt von eurem Teller ab, den ihr verwendet. Okay, also dann fangen wir mal an. Ich lege das jetzt mal kurz beiseite. Wir haben viel vor und ich versuche auch jetzt ein bisschen mal schneller zu sein. Mal gucken, ob mir das mit diesem Video gelingt. Ich beneide ja da immer meine Kolleginnen, die das wirklich super schnell schaffen. Ich gehöre leider nicht dazu. Aber ihr könnt ja auch scrollen. Und wie gesagt, ich arbeite daran. Übung macht den Meister. Okay, wir fangen an. Wir schneiden uns jetzt erstmal hier diese Grundkarte. Und die hat die Maße 15,5 mal 15. 15,5 mal 15. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal in der Höhe bei 15. Nochmal eben schauen. Ja, genau, 15. So. Dann drehe ich mir das waagerecht und lege bei 15,5 an. Also es ist ganz einfach, diese Grundkarte. Ihr werdet das jetzt gleich sehen und ihr könnt diese Grundkarte an sich auch mit anderen Motiven benutzen, ne? So, und dann falze ich einmal bei 5 cm. Das war es eigentlich schon, ja? So, den lege ich mir jetzt beiseite. Dann falze ich mir das. Dann habe ich schon den ersten Teil quasi fertig. Jetzt kommt mein Farbkarton in Schiefergrau. Dann nehme ich meinen Teller. So, jetzt muss ich mal eben kurz überlegen. Es kann sein, dass ich gleich radieren muss, aber ich könnte mir den auch hier hinlegen, dann brauche ich nämlich nicht zu radieren, obwohl hier unten ist es mir lieber. Ich lege mir den einfach so auf, ein Bleistift und schaue jetzt einfach mal, ich denke, so reicht ungefähr. Könnt ihr das auch sehen? Ich nehme das mal so rein und dann gehe ich einmal so rum. Und habe dann meinen sozusagen Halbkreis.
nehme meine Schere. Das habt ihr auch gesehen, glaube ich, wo mein Teller her ist. Ich liebe ja diesen Laden. Und dann schneide ich mir diesen Kreis hier einmal aus. Ich versuche so einigermaßen gerade zu schneiden. Ist aber nicht schlimm, wenn das nicht so gerade hinkommt, weil ich habe nämlich dafür eine perfekte Lösung, die ich euch später zeige. Ich möchte jetzt einfach erstmal für die Grundkarte alles so fertig zusammen haben und dann gehen wir weiter mit dem Stempeln. So. Voilà. Beiseite. Okay, hier habe ich jetzt auch noch ein bisschen vom vorherigen. Das radiere ich mir mal eben kurz weg. Überhaupt kein Problem. So, Grundkreis fertig. Dann nehme ich mir wieder mein Falzbrett und ich kann euch auch mal ganz kurz abmessen. Das sind ungefähr ja, 11,2 cm. Ja, vom Kreis her 11,2 cm. Und dann nehme ich mir, das muss ich euch jetzt irgendwie, ich lege es mal so hin, dann könnt ihr das besser sehen hier, denke ich. Wir haben ja hier auf der Seite auch solche Linien, ne? Und damit das nicht so kreuz und quer ist, lege ich mir das schön an die zweite Linie hier ran. Ja? Dann habe ich das nämlich gerade, diese Falz, weil ich muss es einmal falzen. Ja, und dann habe ich mir hier die zweite Linie dafür rausgesucht. Ihr könnt auch die erste Linie nehmen, ist auch kein Problem. Aber ich habe die zweite genommen und da bleibe ich jetzt auch bei. Alle Änderungen könnten bei mir ins Chaos enden. Spontan möchte ich eigentlich so lieber nichts ändern. So. Und dann hätte ich das. Das ist aber auch nicht so ganz so gerade geworden, weil ich das Brett nicht in die gewohnte Haltung reingelegt habe. Oder? Mal schauen. So, ich falte es noch mal kurz nach. Das ist überhaupt gar kein Thema. Genau, so ist es richtig gerade. Und dann falze ich mir das so rum. So. Und was ich jetzt schon mal machen werde, ist, also ich bin immer so ein bisschen pingelig. Also ich lege das mal hier so rein. Genau. Perfekt. Und was mich immer stört, also wenn ich das habe, dass das nicht gerade ist. Wir haben nicht so große runde Stanzen. Ich habe auch keinen runden Cutter, deswegen behelfe ich mir immer mit dem Teller. Aber ich bin ein Pingel, ich gebe es zu. Mich stört dieser unregelmäßige Rand. Und dem kann man sehr gut entgegenwirken, wenn ihr das auch so habt, indem man den Rand ganz einfach anraut. Dann fällt das nämlich gar nicht auf. Ja, und das mag ich ja auch so gerne. Das ist so ein bisschen shabby-mäßig und das liebe ich. Und deswegen fand ich das eine super gute Idee, so, dass wir uns den einfach mal so ein bisschen anrauen. Muss man nicht, ne? Also überhaupt gar kein Problem. Aber dann fallen diese Unebenheiten, die doch dann so ein bisschen da sind vom Schneiden. Ihr wisst ja, also wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt, ich und Schneiden, das ist ja immer so, ist nicht so ganz mein Ding. Deswegen habe ich den Rand einfach so angeraut. Jetzt haben wir ganz viele Fusseln. Werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen machen. Und ihr seht, es fällt gar nicht so auf. Ne? Das fand ich eigentlich eine super Idee. Guckt mal, ne? Das sieht schon ganz anders aus. Ne? Genial. So, hier kann ich auch noch mal so ein bisschen nach. Das fällt auch gleich nicht auf, weil wir jetzt anfangen,
in Grundweiß hier die Auflage zu machen. So, ich habe jetzt hier einmal 10 mal 14,5, weil wir wollen das gleich auch hier etwas rund schneiden. Aber vorher werden wir jetzt ganz viel stempeln. Ich habe mir hier ein paar Stempel aufgezogen schon mal. Na, das sollte man jetzt auch nicht. Die kleben gut aneinander. Und dachte mir auch schon direkt in einem könnte ich auch, das ist hier mein Aufleger für innen, den mache ich mir jetzt auch direkt. Dann können wir den nämlich auch beiseite legen. Und zwar stempel ich in Babyblau. Nehme mir ein, wo haben wir es? Hier, erstmal so ein Blatt, wo ich abstempeln kann. Das ist mein Hintergrundstempel. Den nehme ich mir, der passt eigentlich ganz gut. Stempel den einmal ab und stempel mir den so etwa mittig hier hin. So, damit das nicht so ganz so dunkel ist. Das finde ich nicht gut in der Kombination mit der Schrift. So. Und nehme mir jetzt Marineblau und stempel damit den Spruch immer für dich da, einfach hier rein. 1, 2, 3. So, ja, dann hätte ich schon meinen Aufleger für innen fertig. Lege ich mir da rein, den können wir später einkleben. Und dann geht es weiter mit jetzt meinem schönen Blätterarrangement. Und das habe ich bei der Dina Rico gesehen. Die hat eine Karte gemacht mit einem anderen Stempelset. Das ist aus dem Mini-Katalog, glaube ich, gewesen, wo der Kürbis auch war. Ich glaube, Herbstgrüße heißt das. Ich bin mir aber nicht so sicher. Da hatte sie auch Blätter genommen und hat dann, also ich habe hier mal so ein bisschen mal ausprobiert, hat dann auch so eine Diagonale mit den Blättern gestempelt. Da habe ich mich inspirieren lassen. Und wie man das macht, zeige ich euch jetzt auch. Also ich mag die sehr gerne, die Dina Rico. Die hat ganz tolle Ideen. Das ist eine amerikanische Demo-Kollegin. Und ja, das ist einfach super. Und dann lege ich mir das auf jeden Fall hier drauf. Und stempel mir jetzt einfach mal willkürlich und auch direkt einmal abstempeln, ne, in verschiedenen Nuancen, die Blätter so rein. Hier auch noch mal eins hin. Und hier könnte auch noch mal ein helles hin. So. Genau, dann gehe ich hier, das ist hier dieses Innenleben von den Blättern und versuche die, muss ich mal kurz das ein bisschen näher an mich ranholen, dass ich auch ungefähr treffe. Das ist auch egal, wenn das nicht so gerade ist, das macht nichts. Und stempel mir dann auch so diese Blattadern damit, ungefähr hier. Und da und auch bei den ganz dunklen machen wir das. Man kann das dann nicht so ganz genau sehen, aber ein bisschen schon. So, ja. Also wirklich ganz eine ganz tolle Vielfalt mit Blättern. Gefällt mir sehr gut. Man könnte auch hier die Karte, die ich mir jetzt hier ausgedacht habe, in traditionell Schwarz-Grau, also Schiefergrau, Anthrazitgrau nehmen. Ne? Also, dass wenn jemand ja eben halt so traditionell Trauerkartenfarben haben möchte, ich denke, da sieht die auch bestimmt schön aus. Ich habe mich ganz bewusst für diese Blautöne entschieden, weil ich finde, eine Trauerkarte muss heute nicht immer schwarz-grau sein. Obwohl ich das auch schön finde. Also, keine Frage, aber ich dachte, das ist mal ausgefallen und was anderes mit.
könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet, Trauerkarten, ob ihr auch so unterschiedliche Farbwahlen toll findet oder ob ihr offen seid auch für ja, andere Farben als Trauerkarten. So, okay, das reicht auch schon. Jetzt kommt noch Schiefergrau. Ich habe es heute mit den Grautönen. Brauntöne finde ich auch sehr schön. Also da haben wir wirklich jetzt so einen richtig schönen Blätterzweig. Vielleicht bastel ich die auch noch in den Farben nach. Ich brauche wieder Trauerkarten. Wie gesagt, das ist bei mir die meistgekaufte Karte. So, jetzt kleben wir uns erstmal, wir brauchen noch die Stanze, diese hier. Und zwar habe ich zwei schon hier liegen und da muss ich noch welche ausstanzen. Aber ich kann euch das schon mal anfangen zu zeigen. Also da sind sehr viele Stanzen bei dem Set dabei. So, raus mit euch. Okay. Und dann suche ich mir hier so ein paar Stellen aus, wo ich mir so ein paar von denen drauflege. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich stanze jetzt noch mal kurz ein paar aus. So, jetzt habe ich schnell ausgestanzt. Ich muss jetzt nur noch hier die kleinen Teile rausholen. Okay, und dann habe ich noch mal hier zwei separat gestempelt. Die benötigen wir gleich auch. Nächster Schritt. Ich klebe mir die jetzt auf mit Tombow. Und zwar klebe ich die hier in der Mitte nur so punktuell, weil ich die noch so ein bisschen beweglich machen möchte gleich. Und das hat mir immer sehr gut gefallen. Und das nehmen wir mal hier. Legt mir das da so drauf. Drück einfach mal an, wo es geht. Und was kann man denn noch nehmen? Hier oder die finde ich gut. Lasse ich auch jetzt so. Jetzt kommt als nächstes mein Bleistift.
Und was ich jetzt machen werde, ist, ich lege mir das einmal so drauf und gehe ein bisschen runter. Ich denke, so wäre es ungefähr okay. Und mache mir hier noch mal so eine Umrandung, so bis zur Mitte. Und dann gehe ich ein bisschen in diese Richtung. Ich zeige das mal, so dass ich auch so etwa 0,5 cm hier auf der Seite frei habe und ziehe da quasi den Kreis weiter. So, das wäre mein Innenkreis. Und schneide mir den einfach jetzt hier nach. Hätten wir das dann so. Ach, das geht aber auch noch. Wie gesagt, ich kann ja auch noch mal ein bisschen nachstempeln. Ich könnte jetzt hier noch mal so ein bisschen grau. Ich hole mal meine Karte, die ich hier habe. Genau, da habe ich das so. Da, ach, da habe ich sogar anders angefangen, seht ihr? Aber das ist ja mal gut, dass ich das auch so gemacht habe. Aber es sieht fast genauso aus. Genau, also da. Also hier gehen die Blätter so hoch und da fallen sie runter. Also das ist auch wieder ganz individuell, wie man es gerne haben möchte. Ich überlege mir hier nochmal in Blau noch einmal zu stempeln. Gut, jetzt nächster Schritt. Halte mir das jetzt so mal ein bisschen dran und ihr seht, das passt schon mal perfekt. Hier müsste ich noch mal ein bisschen nachschneiden. Das konnte ich auch nicht so ganz gut sehen. Das machen wir jetzt auch mal. Hier auch. Genau, dann habe ich nämlich da auch so einen schönen Rand. Perfekt. Und da gehe ich jetzt auch hin mit meiner Schere und mache das jetzt hier auch so am Rand. Noch mal eben ein bisschen sauber machen. Okay. So, ne? Das fällt doch gar nicht auf, dass das eigentlich gar nicht so ganz eben ist, ne? Weil der Rand ist eben halt auch so. Hier könnte ich doch noch mal. Das ist nicht so intensiv, glaube ich. Okay.
Super. Also hätten wir das auch schon erledigt. Perfekt. Dann können wir jetzt kleben. Das klebe ich mir schon mal rein. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Da möchte ich darauf hinweisen. Also ich wollte, dass das so aussieht hier der Rand. Ja, man könnte theoretisch auch hingehen. Jetzt hat man natürlich hier hinten diesen Rand. Ne? Wenn man den nicht sehen möchte, könnte man den auch hier innen rein. Ich zeige euch das mal eben. Also so käme mein Aufleger. Und das nehme ich jetzt mal ohne dem. Und dann könnte ich das hier auch so reinschieben. Komm, dann machen wir doch mal diese Karte so, dass wir das so reinschieben. Dann haben wir das ein bisschen anders. Dann kommen wir zu dem Band. Wo habe ich es hingelegt? So, jetzt überlege ich, ich nehme jetzt mal das hier, um das einfach mal zu sehen, wie das aussieht. Das ist auch so mega schön. Halt mir das mal so fest. Leg mir das mal so da drüber. Aber irgendwie gefällt mir die andere Variante besser. Das andere Band nehmen wir dann auch. Das ist nochmal so ein Kontrast, ne? Finde ich. Dann lege ich mir das so hin. Schaue, dass das ungefähr mittig ist. Das könnt ihr euch auch gerne abmessen. Ich nehme mein Augenmaß. Nehme mir meinen Stamping Seal. Und rolle einmal hier so ab. Nehme mir das Band wieder. Leg das mal rüber hin. Und drücke mir das so fest. So. Und dann kommen hier Dimensionals drunter. Wo habe ich sie? Hier. Und da bin ich jetzt auch nicht sparsam mit. So, mein Schleifenband mal kurz abschneiden. Wo ist meine Stoffschere? Hier. Auch da bitte darauf achten, wenn ihr so Band schneidet, dass ihr das bitte mit einer anderen Schere macht. Ihr macht euch eure Papierschere damit stumpf. Ich habe das gerade, also ich gebe ja auch Workshops hier bei mir vor Ort oder online. Und gerade kam das auch vor Ort nochmal zur Sprache. Bitte immer eine andere Schere benutzen, weil die heißt ja nicht umsonst Papierschere, ne? Weil die, ich muss so machen, die Schleife, weil die eben halt für Papier ist und nicht für Stoff. Und das ist echt schade. Unsere Scheren schneiden super, wenn die dann ziemlich schnell dann stumpf werden, weil ihr die immer dann für Schleifenband nimmt.
Ne? So ein Tipp von mir. Okay. So. Das lasse ich jetzt auch mal so lang. So, dann hätten wir das. Und jetzt kommt unser Tag. Und für den Tag hier zeige ich euch was. Das müsst ihr aber nicht, wenn ihr gerade Anfänger seid und noch gar nicht so das Embossen gemacht habt und auch gar nicht die Sachen dafür habt. Das braucht ihr nicht. Ihr könnt es auch einfach in Marineblau stempeln. Ja, aber ich zeige das mal. Ich finde das nämlich auch eine super Sache. So. Ein bisschen aufräumen wieder. Und zwar nehme ich das Clear, das heißt das Klarlack. Genau, auf Deutsch Klarlack. Ich muss danach suchen. Mein Embossing Buddy brauche ich. Dann brauche ich mein Stempelset in Marineblau und mein Versamark. Und mein Erhitzungsgerät, das hole ich gleich hoch. So, das legen wir mal beiseite. Ich gehe einmal mit dem Embossing Buddy drüber, um eben halt auch diese Fettschichten wegzunehmen, die da sind. Mache meine Stempelkissen auf. So. Und natürlich meinen Stempel. Hier haben wir ihn. In Gedanken bei dir. Gehe erst in mein Versamark rein. Und dann in mein Marineblau. Und das macht dem Stempelkissen gar nichts. Also ihr braucht da keine Angst zu haben. Versamark ist durchsichtig. Passiert überhaupt nichts. Und Stempel einmal hier drauf. Ich lasse den mal eben liegen, damit ich meine Stempelkissen zumachen kann. Ziehe den ab. Lege mir das in meine Wanne hier rein. Das ist übrigens ein neues Tool, die Wanne. Da gehört ein Pinsel, den Embossing Buddy dazu und eine Pinzette. So. Drehe das Ganze um. Habe jetzt das Pulver daran hängen. Wie sich das verschmelzt. Ich stelle mich jetzt auch mal hin, um euch das zu zeigen. Noch tut sich nichts. Ich finde, das ist wie Magie. Jetzt fängt es an. Seht ihr das? Wie sich das gut verbindet, das Pulver, und dann schmilzt. So, fertig. Das war schon die Zauberei. Und ihr benötigt dafür auch das Erhitzungsgerät. Also ihr könnt nicht euren Haarföhn nehmen oder so. Das werde ich auch schon mal gefragt. Na, ihr braucht das Erhitzungsgerät, weil da eben halt die Temperatur einmal anders ist und weil das einmal auch anders von der Luft rauskommt. Gefällt mir total gut. Sehr schön. So, ich bin ja, wie gesagt, nicht mit Schere gut unterwegs. Deswegen bin ich natürlich hier in meinem kleinen Minischneider geübt. Schauen wir mal, wie das aussieht. Perfekt. So. Meine Schere. Und hier raue ich auch wieder auf. Und dann nehme ich mir meine Karte. Hier ist sie. Und lege mir das mal hin. Und ich finde, das passt genau gut so da rein. Und
Das klebe ich mir dann auch fest. Und zwar mache ich nur so in der Mitte etwas Tombow. Okay, jetzt kommt noch eine Sache. Wenn ihr das nicht mögt, lasst es ihr bitte weg. Aber ich mag sehr gerne diese Spritzer auch. Ja, also das ist euch überlassen, wie ihr das gerne wollt. Und ich nehme hier mein dunkelblau, Marineblau. Und zwar die Pinsel. Und mache mir jetzt hier nochmal so ein paar Punkte drauf. Seht ihr das? Also man muss schon kräftig hier drauf. Spritzen. Okay, das reicht schon. Seite. Und hier habe ich mein, das nennt sich noch nach dem alten Flüsterweiß, das ist diese Pigment-Tinte in Weiß. Ich tue da noch mal einen Tropfen drauf. Wir haben ja auch ein weißes Stempelkissen und das ist die Nachfülltinte quasi davon. Und dann nehme ich hier meinen Wassertankpinsel, da ist ja auch Wasser drin. Vermische das mal so ein bisschen, dass er so richtig schön flüssig wird. Und lege mir aber jetzt noch mal was drunter, weil sonst habe ich hier wieder die ganze Unterlage voll. So. Das wird wahrscheinlich eh sein. Und mach das auch mal so. Ich glaube, so geht es besser. Ja, so geht es besser, wenn ich mit dem Finger das mache. Und somit wären wir theoretisch fertig. Das muss trocknen. Bei dieser Karte werde ich innen kein Gutscheinfach oder eben Geldfach reinmachen. Das hatte ich bei dieser. Das zeige ich hier auch nochmal. Das geht eigentlich auch ganz einfach. Ihr nehmt euch Babyblau und malt euch quasi diese Rundung hier. Ich zeige das mal. Dreht euch die Karte rum. So. Und malt euch diese Rundung ab. Dann habt ihr nämlich quasi, also ihr müsst hier einmal so eine gerade Linie haben und malt euch das so ab. Kann ich ja doch nochmal eben machen. Und zwar so. Etwa. Und dann schneidet ihr ein bisschen weg vom Rand euch die Rundung nach. Das ist wie beim Nähen, wenn ihr nähen könnt. Die Stoffzugabe quasi ist dann hier dieser Rand. Und dann geht ihr auch hin mit eurer Schere wieder. So, ja. Und dann geht ihr mit dem Tombow hier an dem Rand wie so ein halbes U quasi und klebt euch das dann. Mal gucken, das ist noch nicht ganz trocken, aber zeigen kann ich euch das ja mal eben. So rum. Und klebt euch das dann hier so hin.
Ja, das ist natürlich jetzt ein anderer Kreis, aber das geht auch so. Also hier wird es tatsächlich auch gut reinpassen. Und dann kann man sich da nämlich nochmal so ein Blatt draufkleben mit, ne? Und dann hätte man da wieder so eine Gutscheintasche. Das mache ich bei dem hier aber nicht. Wieder zumachen eben. Und dann wären wir mit meiner Trauerkarte soweit fertig. Schnell die Schleife zu. Man hätte auch hier einen Magnet nehmen können. Aber ich finde, nicht jeder hat einen Magnet zu Hause. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ja ein Freund von Schleifen, auch wenn sie mir nicht immer gelingen. So wie jetzt, weil ich hier das nicht. Ich lasse es auch so. Ich habe Angst, wenn ich hier drüber gehe, dass mir das Weiß verwischt. Das muss eben halt etwas trocknen. Ich liebe diese Schleifen. Deswegen, bei mir gibt es auch keine Karte ohne Schleifen. Ich lege die ja auch nochmal daneben, dass ihr dann auch nochmal die Blätterwahl sehen könnt. Ne? Also hier gehen die so und hier gehen die so. Das ist ganz euch überlassen. Ich mache die auch nochmal auf. Dann kann man das so auch nochmal sehen. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Es kommen jetzt noch ganz viele Weihnachtskarten im Dezember. Und schaut jetzt mal bei meinen Kolleginnen vorbei. Die haben auch zu dem Thema Trauerkarten ja auch, ich bin schon gespannt, was die gemacht haben. Ich bin neugierig, weil da fehlt den meisten auch so die Inspiration und die hättet ihr jetzt hier mit uns. In diesem Sinne, ich sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.